Ja, hi Leute, hier sind wir wieder bei Wissen. Yay! Bäm, Buff, Treppe, Cutter, Messer, Huhn. Nee, okay, hier gehen wir jetzt nicht hoch. Ja, letztes Mal haben wir die Heiltränke verteilt. Ich denke, das waren soweit alle. Ich weiß aber nicht. Wir haben ja nicht umsonst eine Liste bekommen, ne? Ja, schon Cole. Ah, ja, genau. Okay. Ja, dann geben wir Cole auch noch das Ding. Und dann gehen wir wieder zu Meister Bildschirm. Hi, ich bin Cole. Schön für Bist du dich. auch auf der Suche nach einem ruhigen Nein. Plätzchen? Ich bin auf der Suche nach Streit. Komm her, ich bock's voll um. Nee. Ja. Was ist an diesem Platz so ruhig? Wir sind hier im Schrein der Heiligen Flamme. Einen ruhigeren Ort findest du in der ganzen Stadt nicht. Venus. Und? Was machst du hier? Ich bete. Ich bete, dass der ganze Spuk hier bald vorbei ist und ich wieder auf die Jagd gehen kann. Ich habe gerade einen Schokoladen-Weihnachtsmann zertrümmert. Frag mich nicht, warum ein Schokoladen-Weihnachtsmann. Ist einfach so. Du bist Jäger? Du bist Jäger? Ja. Ein Jäger ohne Bogen. Was ist geschehen? Das Gesetz erlaubt nicht, dass wir jagen. Die Ordenskrieger haben mich in die Stadt geschleppt. Ich hatte wohl noch Glück, dass sie mich nicht in die Vulkanfestung gebracht haben. Und dein Bogen? Ich habe ihn bei Costa versetzt. Er hat mich eine Woche satt gemacht. Aber jetzt hat nicht mal Flavio mehr Arbeit. Alles, was mir bleibt, ist der Eintopf von Meister Bellspur. Okay. Ja, ach, übrigens hier da, im Hintergrund hier, hier, das ist die Heilige Flamme. Die gibt's in der Vulkanfestung. Nochmal in Großformat, also, ne? Ja, und hier stecke ich gerade mal Sachen ein. Mann, du steckst auch alles ein, was? Ja, genau. Ja. Kann ich alles mitgehen? Mann, du ich steckst auch alles ein, was? Nötig. Und dann sprechen wir an Cole. Hör mit der Scheißklauerei auf! Nö. Ja, wo wir jetzt gerade bei der Flamme waren, hier. Erzähl mir von der Flamme. Ich bin nur ein einfacher Jäger und weiß nicht viel über diese heiligen Dinge. Versuch's einfach. Es ist... Die Flamme beschützt uns. Uns alle. Verstehst du? Sie beschützt die ganze Insel. Sie ist wie ein Lagerfeuer, das dich beschützt, wenn du im Wald bist. Nur diese Flamme ist halt viel größer und mächtiger. Ach, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin kein Magier, aber ich weiß, dass die Flamme uns beschützt. Ja, sehr informativ dieser Dialog. ja, hier. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Hier in der Stadt gibt es nichts, was man jagen könnte. Was ist mit Bogenschießen? Doch, Menschen. Das kann ich dir zeigen. Nee, das war natürlich nur Spaß. ja, was kannst du mir über die Jagd beibringen? Ja, hier, achso, nee, hier lernen wir, wie man Tiere ausweidet. Wie man schleicht, das werde ich natürlich auch lernen, da ich ja auch ein Dieb werden will und das ist das Schleichen schon ein Muss. Ja. Bring mir bei, wie man richtig schleicht. Wenn du wirklich leise sein willst, musst du die Zehenspitzen zuerst aufsetzen. Achte darauf, dass du auf keine kleinen Äste oder so trittst. Sie würden dich verraten. Du musst langsam sein. Du darfst nichts überhasten. Ja, ansonsten werden wir bei ihm nichts lernen, und den Heiltrank abgeben. Hier, ein Heiltrank für dich. Mit einem Gruß von Bellschwur. Ah, danke. Der Meister vergisst uns nicht. Nee, so, und jetzt gehen wir die Quest abgeben bei Meister Bellschwur, aber vorher reden wir hier noch mit Gillis. Ne, Jill, so. Du siehst aus wie jemand aus der Vulkanfestung. Ja, richtig. Ich bin Novize Jill. Ich stehe Meister Bellschwur zur Seite. Ja, es wird jetzt die nächste Zeit ziemlich viel Dialog geben und hier den können wir, glaube ich, auch noch beklauen. Wie ist der Inquisitor auf die Insel gekommen? Das weiß ich nicht. Ich meine, er war schon mal hier, ist aber dann wieder abgereist. Und jetzt? Keine Ahnung.
Plötzlich war er da. Ja, ich habe mir jetzt mal gerade Witze erzählen, die die Spruchrolle genommen. Ach Gott, ich muss ja noch weiter mit ihm reden. Oder will noch weiter mit ihm reden. Erzähl mir mehr über diese Stadt. Hier herrscht große Unruhe. Die Anwesenheit des Inquisitors nehmen. Wenn es dem Inquisitor gelungen wäre, den Don zu ergreifen, sähe es hier bestimmt anders aus. Wieso? Don Esteban und seine Verbrecher haben immer noch großen Einfluss in der Stadt. Viele Menschen glauben, dass er hier wieder die Kontrolle übernimmt, sobald der Inquisitor weg ist. Die wenigsten wollen sich jetzt mit dem Don anlegen, um später nicht dafür die Rechnung bezahlen zu müssen. Was genau passiert da oben in der Vulkanfestung? Die Festung ist normalerweise ein Ort der Ruhe und des Wissens. Aber jetzt hat sich die Inquisition dort breit gemacht und bildet ihre Rekruten aus. Wie stehst du zum Inquisitor? Er ist der Einzige, der uns in diesen schweren Tagen helfen kann. Er wird die Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel abwenden und uns die Ordnung wiederbringen. Zurzeit verrichtet er seine Aufgaben oben in der Vulkanfestung. Solange hat er hier seinen Vertreter, Kommandant Carlos, eingesetzt, um die Kontrolle zu behalten. Ich wollte gerade noch was dazu sagen mit dem, dass der Inquisitor sich hier, Moment, wie war das jetzt? Oh Gott, Entschuldigung. Vergiss es einfach. Wie entscheidet sich, ob jemand Rekrut oder Novize wird? Die meisten, die in die Vulkanfestung kommen, gehen den Weg des Rekruten. Sie werden zu einem weißen Ordenskrieger ausgebildet. Sie erlernen die hohe Kampfkunst mit dem Stab und die Grundbegriffe der Magie. Manchmal erwählen die Magier einen Novizen, der es wert ist, Magier zu werden. Er erlernt ebenfalls die Grundbegriffe des Kampfstabes, jedoch wird er in die tiefsten Geheimnisse der Magie eingeweiht. Wenn du auch Novize werden willst, dann halte dich am besten an Meister Belschwur. Ja, jedenfalls ist das, was er eben über den Inquisitor gesagt hat, nicht wirklich zutreffend. Das wird man auch noch sehen. Das wollte ich eigentlich, glaube ich, sagen. Hier. Ich soll Heiltränke für Belschwur verteilen. Das ist eine gute Sache. Die Menschen hier brauchen Heilung. Ja klar, haben wir schon gefunden. Erzähl mir mehr über Kommandant Carlos. Er ist Krieger des Ordens der Heiligen Flamme. Die meiste Zeit verweilt er oben im Wachhaus der alten Stadtwache. Doch seine weißen Ordenskrieger sind stets wachsam und halten Ordnung in der Stadt. Was man von der alten Stadtwache nicht unbedingt behaupten kann. Ja. Was stimmt nicht mit den alten Stadtwachen? In den Tagen, bevor der Inquisitor hier ankam, waren sie dafür verantwortlich, in den Straßen für Ordnung zu sorgen. Don Esteban hatte sie alle unter Kontrolle. Doch heute haben die Ordenskrieger hier das Sagen. Leider kümmern sie sich zu wenig um das Volk. Die alten Stadtwachen machen heute ihr eigenes Ding. Sie sind korrupt geworden und würden für Gold und Vergnügen alles tun. Ja. Da haben wir jetzt auch wieder gehört, dass die Ordenskrieger sich überhaupt nicht um das Volk kümmern. Ja, aber ich denke, das hat man jetzt mittlerweile schon zu Genüge mitbekommen, dass es denen hier dreckig geht. Ja. Wie bist du Novize geworden? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Meister Belschwur meinte, ich hätte das Zeug dazu und gab mir seinen Segen. Nachdem ich auch Kommandant Carlos von mir überzeugen konnte, durfte ich unbehelligt in die Vulkanfestung gehen und meine Ausbildung dort beginnen. Eines Tages werde ich ein mächtiger Magier sein. Ja, das war's dann schon. So. Ja, dann würde ich sagen, reden wir mit Meister Belschwur weiter. Obwohl, Moment. Ja, komm. Gib mir noch gerade die. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Gut gemacht, mein Sohn. Du bist wahrlich eine große Hilfe. Die heilige Flamme möge dich schützen. Danke. Wer weiß, vielleicht willst du ja sogar Novize werden. Meinen Segen hättest du jedenfalls, mein Sohn. Ich werde Carlos davon berichten.
Er wird dich rufen lassen, wenn er Zeit für dich hat. Tu, was er dir aufträgt. Wenn du ihn von dir überzeugen kannst, wird er dich sicher zur Vulkanfestung bringen. Nur er kann dafür sorgen, dass du in diesen schweren Tagen unbehelligt zur Vulkanfestung gelangst. Denn ohne sein Wohlwollen wirst du von den weißen Ordenskriegern außerhalb dieser Mauern verhaftet. Verstehe. Ja, deswegen wollen wir ja was für den tun. Also, kann ich noch etwas für dich tun? Für Carlos. Nein, ich denke, im Moment wäre das alles schade. So. Vielleicht später. Ich will Geld. Wo ist Geld? Nee, hier. Jetzt sagen wir mal das auch noch gerade. Der Bauer Arno braucht ein sauberes Bett für seine kranke Frau Martha. Die beiden leben auf der Straße. Ich weiß, die beiden befinden sich in einer sehr schlimmen Lage. Das kann nicht so weitergehen. Eigentlich bräuchten wir einen Schlafplatz für besonders schlimme Fälle. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich Arnos Frau unterbringen soll. Naja, vielleicht fällt dir ja was ein. Vielleicht bei Costa? Wir werden sehen. Ja, das war auch der Dialog mit dann Beltschwur. Und das nächste Mal werden wir... Also ich gehe jetzt hier gerade pennen, weil wegen Leben und so. Weiß auch nicht warum, aber ich werde es einfach tun. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Ja. Und dann reden wir hinten mit Flavio. An diesem schönen Morgen. Wenn es nicht bei der nächsten Aufnahme anfangs Nacht ist oder öfter Mittag oder sowas. Weil ich schon mal ewig lang Hosen im Hintergrund laufen lasse. Dann an diesem schönen Morgen. Also, bis dann.